Ich hatte ja schon behauptet, dass die regulären Ausdrücke und die endlichen Automaten die gleiche Sprachklasse akzeptieren. Und das beleuchten wir hier in diesem Video nochmal genauer. Wir gucken uns hier an, wie man von einem regulären Ausdruck zu einem nicht deterministischen endlichen Automaten kommen kann. Der Satz, der den Zusammenhang, zumindest die Einrichtung ausdrückt, der ist hier angegeben. Der geht zurück auf Steve Conklini. Und der Satz sagt, dass man zu jedem regulären Ausdruck E einen nicht-deterministischen endlichen Automaten konstruieren kann, der die gleiche Sprache akzeptiert. Wir gucken jetzt nach voran, wie das funktionieren kann. Das ist auch der Beweis dann dazu für diesen Satz. Wir starten also mit einem regulären Ausdruck E. Und da die regulären Ausdrücke induktiv definiert sind, konstruieren wir induktiv dazu einen Näher, der diese Sprache akzeptiert. Und zuerst müssen wir die Basisfälle betrachten. Da gibt es drei Stück. Der erste Basisfall ist die leere Menge und hier ist ein Automat angegeben, der die leere Menge akzeptiert. Der hat einen Startzustand, der kein Endzustand ist, das heißt, er kann kein Wort akzeptieren und deswegen akzeptiert er die leere Menge. Dieser Automat hier, da ist der Startzustand jetzt auch gleichzeitig ein akzeptierender Zustand, also der Endzustand, und der akzeptiert deshalb das leere Wort. Weil mit dem leeren Wort gelangt man genau in den Startzustand und der ist akzeptierend. Weitere Wörter werden von diesem Automaten nicht akzeptiert. Der dritte Fall war schließlich ein einzelner Buchstabe aus dem zugrunde liegenden Alphabet. Und für irgendeinen beliebigen Buchstaben aus dem zugrunde liegenden Alphabet ist das hier der Automat, der genau diesen Buchstaben akzeptiert. Hat einen Startzustand, einen Endzustand und eine Transition mit dem A. Der akzeptiert genau das A. Das sind jetzt die drei Basisfälle. Und wir können jetzt die Induktionsvoraussetzungen aufschreiben und die Induktionsvoraussetzung ist, dass wir annehmen, dass wir für zwei reguläre Ausdrücke E1 und E2 bereits NEAs, also nicht deterministische endliche Automaten, A1 und A2 konstruiert hätten, die die entsprechenden Sprachen akzeptieren. Wenn wir diese Automaten haben, dann wollen wir einen Automaten konstruieren, der für den regulären Ausdruck zum Beispiel im ersten Fall E1 plus E2 geeignet ist, der also alle Wörter akzeptiert, die von E1 plus E2 definiert werden. Und dazu können wir aber einfach auf die Konstruktion zur Vereinigung zurückgreifen. Wir nehmen einfach die Vereinigungskonstruktion, die wir für die endlichen Automaten gesehen haben, und wenden die hier an dieser Stelle an. Erhalten dann einen Automaten, der die Vereinigung von L von A1 und L von A2 akzeptiert, und das ist genau die Sprache, die durch den regulären Ausdruck E1 plus E2 definiert wird. Ganz entsprechend gehen wir bei der Konkatenation vor. Auch für die Konkatenation wissen wir bereits, wie man für zwei gegebene Automaten einen Automaten baut, der die Konkatenation der beiden akzeptierten Sprachen akzeptiert. Wir nehmen diese Konstruktion, erhalten dann automatisch einen endlichen Automaten für den regulären Ausdruck E1 konkateniert mit E2. Und zum Schluss für den Stern ganz genauso, Sternkonstruktion hatten wir ebenfalls bei den Abschlusseigenschaften schon gesehen. Damit ist der Beweis auch schon abgeschlossen. Wir müssen einfach nur die Konstruktion verwenden, die wir bereits kennen. Betrachten wir das mal genau an einem Beispiel. Wenn wir dieser Konstruktion folgen und einen endlichen Automaten für den regulären Ausdruck A plus B in Klammern Stern konstruieren möchten, brauchen wir erstmal für die drei vorkommenden Buchstaben A, B und C jeweils drei einzelne Automaten. Hier ist einer für A, da einer für B und dann nochmal einer für B. Und wir fangen an mit der innersten Operation. Die innerste Operation ist das Plus an dieser Stelle, also die Vereinigung. Das heißt, wir konstruieren zuerst nach der Vereinigungskonstruktion einfach einen Automaten, der die Vereinigung akzeptiert, also A plus B. Dann ist der nächste von innen nach außen gehend. Die nächste Operation ist die Konkatenation. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Automaten für A plus B, in Klammern konkateniert mit B. Und dazu machen wir die Konkatenationsoperation für diese beiden Automaten. Das heißt, für jede Transition, die in dem linken Automaten in einen Endzustand führt, das war einmal hier diese Transition mit dem A, da fügen wir eine Transition in den Startzustand hinzu. Und für diese Transition B, die ebenfalls in einen Endzustand geführt hat, duplizieren wir die ebenfalls und fügen die als Transition in den Startzustand hinzu. Und schon haben wir einen Automaten konstruiert, der die Sprache A plus in Klammern konkateniert mit B akzeptiert. Sie sehen an der Stelle vielleicht schon, dass dieser Zustand hier jetzt eigentlich überflüssig ist und der hier unten auch, aber das spielt erstmal keine Rolle.
Wenn wir das soweit haben, können wir jetzt den äußersten Operator abarbeiten und das ist der Stern, der klinische Stern. Und auch hier können wir wieder die Konstruktion benutzen, die wir für die Abschlusseigenschaften schon hergeleitet haben. Und diese Konstruktion fügt einen neuen Zustand hinzu, der Start- und Endzustand ist, um das Epsilon zu akzeptieren und macht danach auch wieder eine Rückkopplung. Das heißt, jede Transition, das ist in dem Fall hier diese Transition mit dem B, die in einen Endzustand führt, wird auch nochmal hinzugefügt zu jedem Startzustand. Deswegen bekommen wir diese Transition hinzu und wir bekommen diese Transition hinzu, zurück zu den beiden Startzuständen des Ausgangsautomaten. Und haben jetzt auf diese Weise einen Automaten konstruiert für diesen regulären Ausdruck, der die gleiche Sprache akzeptiert. Wenn wir jetzt natürlich scharf hingucken, stellen wir vielleicht fest, der sieht so ein bisschen kompliziert aus. Wir hatten schon gesehen, zwei Zustände sind überflüssig und es geht tatsächlich einfacher. Dieser Automat, der hier angegeben ist, der akzeptiert die gleiche Sprache und das kann man dadurch einsehen, dass man den regulären Ausdruck so ein bisschen genauer anguckt. Dieser reguläre Ausdruck sieht ja so aus, dass wir zuerst einen Buchstaben A oder B haben, also vielleicht ein A, sagen wir mal. Und danach muss auf jeden Fall ein B kommen. Und jetzt geht das Ganze wieder von vorne los, wegen des Sterns. Das heißt, wir können wieder ein A oder ein B haben, sagen vielleicht nochmal ein A. Und dann muss aber wieder ein B kommen. Und dann haben wir wieder einen Stern. Das heißt, wir haben das Ganze nochmal. Und jetzt, naja, könnten wir uns entscheiden, A, vielleicht mal ein B. Aber dann muss wieder ein B kommen. Und die Eigenschaft, die durch diesen regulären Ausdruck eben spezifiziert wird, ist, dass an jeder zweiten Stelle im Wort immer ein B stehen muss. Also an allen ungeraden Positionen, wenn man bei 0 anfängt zu zählen bei den Positionen. Und das ist genau das, was der Automat hier akzeptiert. Der guckt einfach, der erste Buchstabe, das kann ein A oder ein B sein, wechselt den Zustand. Danach muss aber auf jeden Fall ein B kommen und wir gehen zurück. Und das kann beliebig oft wiederholt werden. Deswegen haben wir auf diese Weise einen einfachen Automaten für diesen regulären Ausdruck. Jetzt können Sie sich vielleicht fragen, okay, durch die induktive Konstruktion haben wir einen relativ komplizierten Automaten, aber es geht auch viel einfacher. Kann man das immer machen? Und das werden wir in einem späteren Video nochmal genauer angucken, wenn es um die Minimierung von endlichen Automaten geht.